Ich bin 15 Jahre lang regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, ohne je irgendeinen Fortschritt zu sehen. Irgendwann habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich falsch? Hi, mein Name ist Monique, ich bin Personal Trainer und einer der Trainer von 10x Fitness. Viele, viele Jahre lang habe ich das gemacht, was bestimmt viele von euch machen, besonders Frauen. Jeden Tag ins Fitnessstudio rennen, auf den Crosstrainer oder aufs Laufband für eine Stunde oder so. Und ich habe das nie hinterfragt. Für mich war es das, was fit sein bedeutet. Aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich mich gefragt habe, warum ändert sich eigentlich nie was? Weder an meinem Körper noch an meiner Leistungsfähigkeit und so weiter. Und ich wusste, dass ich irgendwas falsch mache. Konnte es vielleicht sein, dass nicht die Stunden zählen, die ich im Fitnessstudio verbringe, sondern vielmehr die Art und Weise, wie ich sie verbringe? Stichwort Qualität über Quantität. Also habe ich angefangen, mich für andere Trainingskonzepte zu interessieren, wie zum Beispiel HIIT oder CrossFit. Aber nichts hat mich wirklich dahin gebracht, wo ich eigentlich immer hin wollte, einen schönen, durchtrainierten, athletischen Körper zu haben. Vor 3 Jahren habe ich dann das erste Mal von 10x Fitness gehört, welches, um ehrlich zu sein, viel zu gut klang, um wahr zu sein. 15 Minuten Training sollten ausreichend sein. Ich muss nur 2-mal die Woche trainieren und erreiche trotzdem mehr als mit meinen einstündigen täglichen Training. Aber trotz meiner Skepsis, ich war neugierig und hatte nichts zu verlieren. Und die Resultate waren eindeutig und messbar, denn ich habe einen davor und danach Bodyscan gemacht. Mein Körperfettanteil ist gesunken, meine Muskelmasse ist gestiegen. Und das Resultat war genau das, was ich immer wollte. Ein durchtrainierter, athletischer Körper. Und dann gab es eine Begebenheit, die mir klar gemacht hat, wie viel mir das Training eigentlich in den letzten Wochen wirklich gebracht hat. Ich wollte immer in der Lage sein, einen Klimmzug zu machen. Und Klimmzüge sind für Frauen die schwierigste Übung überhaupt. Einige Wochen, nachdem ich 10x beendet habe, war ich tatsächlich in der Lage, den ersten Klimmzug zu machen. Und das war das Beste überhaupt. Heutzutage mache ich mindestens 5. 3 Jahre, nachdem ich 10x angefangen habe, bin ich in der besten Form meines Lebens. Und ich werde dieses Jahr 41. 10x hat nicht nur meine eigene Fitness verbessert, sondern mich auch dazu inspiriert, anderen Menschen wie dir dabei zu helfen. Und es ist ganz egal, wie alt du bist, auf welchem Level du startest, Mann oder Frau. 10x Fitness ist für jeden. Du brauchst noch nicht mal ins Fitnessstudio zu gehen. 10x wurde entworfen, um jede Übung auch alternativ zu Hause ausmachen zu können. Was hat dich bisher davon abgehalten, deine Fitnessziele zu erreichen? Keine Zeit, keine Motivation, Frustration, weil du nie wirklich weiterkommst? Melde dich jetzt für die Trainiere weniger, erreiche mehr Masterclass an, in der dir mein Team direkt die Grundlagen der 10x-Methode beibringt. Wir freuen uns auf dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du dir das nächste gleich hier ansehen. Du kannst auch hier unten auf den Link klicken, um zu unserer kostenlosen Masterclass zu kommen. Wir freuen uns, dich bald wiederzusehen.